Liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Schwert! Und ich musste euch dieses Titelbildschirm-Screen hier nochmal zeigen, weil wir haben das Spiel jetzt durchgespielt und hier stehen einfach meine vier Pokémon, mit denen ich quasi Champ geworden bin. Finde ich richtig cool. Hätte ich nicht gedacht, dass sie da sowas einbauen. Aber heute soll es um was anderes gehen. Nicht wirklich um Pokémon Schwert, sondern nur um was man da freischaltet. Habt ihr wahrscheinlich auch schon am Titel und am Thumbnail gesehen. Und zwar geht es heute darum, dass es von Nintendo selber 8 Pikachus gibt, die man einlösen kann. Und dafür gibt es ein paar Codes und die möchte ich euch heute mitteilen. Dafür geht ihr einfach auf X, damit ihr in dieses Menü hier kommt. Dann das Geheimgeschenk. Und dann müsst ihr sagen, Geheimgeschenk erhalten und bitte per Seriencode oder Passwort empfangen. So, und da gibt es jetzt nämlich 8 verschiedene Pikachus, die man kriegen kann, die auch alle vom Original Ash Ketchum aus der Pokémon-Serie sind. Und ich habe diese Pikachu mit den Käppis schon gesammelt bei Pokémon Go, deswegen ist es mir auch ein Anliegen, die auch in diesem Spiel zu kriegen. Zu beachten ist allerdings, dass ihr das nur einlösen könnt bis zum 30. November um 15 Uhr, also jetzt noch knapp eine Woche, ein bisschen länger als eine Woche. Heißt, wenn ihr die auch haben wollt, dann lieber ein bisschen zackig, weil sonst könnt ihr sie leider nicht mehr einlösen. Und die sind echt knuffig, muss ich sagen. So, das allererste Pikachu, das man kriegen kann, ist natürlich mit der Original Ash Ketchum Kapuze, die er in der Staffel 1 der Serie hatte. Und dafür müsst ihr einfach nur, wer hätte es gedacht, Pikachu eingeben, allerdings mit einer 1 statt einem I. Und get, also das englische Wort für kriegen. Krieg Pikachu. Ja, wie kommt denn da? Oh, ein kleines Geschenk ist da! Ist da etwa ein Pikachu drin? Ja! Voll knuffig. Ich liebe Pikachu mit diesen Cappies. Ja, das ist halt diese Standard-Cappy, die wirklich aus der ersten Season war. Richtig geil. Und davon gibt es halt noch 6 weitere. Nee, sogar 7 weitere, Leute. Es gibt einfach 7 weitere, 8 in der Zahl. Der zweite ist auf jeden Fall mit der Partnerkappe. Dafür muss man eingeben eine 1 und dann Choose You. Allerdings statt O's, weil die es sowieso nicht gibt, mit Nullen. Also I Choose You. Aber halt statt I und O mit 1 und 0. Ich frag mich ja, ob die auch mit den Ohren irgendwie anders drauf sind oder ob sie allgemein anders stehen. Nee, bisher gucken die alle gleich. Dann haben die wirklich nur das Design von den Kappen verändert, ja? Na gut, das war auf jeden Fall das Partner-Pikachu. Dann das nächste ist das Hön-Pikachu. Dafür müsst ihr eingeben Pika Advance. Also Pika ADVANCE. Das zu der Zeit war, wo der Game Boy Advance rauskam? Weiß ich gar nicht. Die Serie ist halt auch schon mega, mega alt, ne? Wahrscheinlich. Und deswegen ist das auch Pika Advance. Auch eine sehr coole Cappy. Also die mag ich auch noch sehr gerne. Aber ich mag die eigentlich alle. Bei dem vierten Pikachu sieht die Cappy sogar recht ähnlich aus. Da geht es nämlich um das Sinnoh-Pikachu. Und das ist jetzt ein bisschen komischer. Und zwar müsst ihr dafür Volt Tackle. Und am Ende noch Pika. Volt Tackle Pika. So. Volt Tackle Pika, genau. Sieht quasi genauso aus wie die Kappe davor, nur mit einem blauen Zeichen statt einem grünen. Aber auch ganz hübsch. Dann nochmal 5 in der Reihe ist dann das Einall-Kappen-Pikachu. Dafür müsst ihr eingeben Pika und dann noch Best Wish. Also beste Wünsche Pikachu quasi. So, ganz klassisch mit einem Pokéball oben drauf. Finde ich tatsächlich am langweiligsten von den Cappies, die es bisher so gab. Mein Lieblingscup ist tatsächlich auch die neueste, aber da kommen wir erst noch zu. Denn als nächstes kommt dann erstmal noch das Kalos-Kappen-Pikachu. Und was gibt man da natürlich ein? Natürlich Kalos Pika. Ist doch logisch, Leute. Da hättet ihr aber auch selbst drauf kommen können. Wenn ihr euch übrigens fragt, wo ich diese Codes her habe, die gab es jetzt einmal auf der Pokémon.com-Seite. Also da, wo auch die Pokémon-News etc. immer da kommen. Aber die wurden auch nacheinander, immer jede Woche, glaube ich, ein Code, auf den offiziellen Pokémon-Twitter-News-Account jede Woche immer mal veröffentlicht. Dann konnte man sich die zusammensuchen. Ich hätte jetzt jede Woche ein Video dazu machen können, aber ich wollte warten, bis alle draußen sind. Weil so ist das irgendwie praktischer, oder? Wenn man alles auf einmal eingibt. Ich will schon. So, 2 fehlen noch. Als nächstes kommt das Alola-Kappen-Pikachu. Dafür müsst ihr Ultra-Pika eingeben. Ultra-Pika. Finde ich aber schön, dass sie hier so einfache Passwörter genommen haben, um die einzulösen. Nicht so wie bei Kirby's Clash. Da war die so richtig, richtig weird einzugeben. Manchmal auch japanisch und sowas. Da kam ja gar keiner mit klar. Okay, ich muss mich korrigieren. Ich finde nicht die Kappe mit dem Pokéball am Blödsinn, sondern diese Kappe hier. Wow. Aber jetzt kommt noch das letzte und von dem mag ich die Cappy auch am allermeisten, zusammen mit der Hönnkappe. Wir können uns gleich aber auch nochmal alle zusammen angucken. Dann könnt ihr mir ja sagen, welchen ihr am besten findet. Und dafür mischt ihr einfach
Pokin Pika 1855 eingeben. Ich weiß jetzt nicht genau, wofür Kin steht. Kin Pika 1855. Das hat bestimmt irgendeine japanische Bedeutung, die ich jetzt aber nicht weiß, oder irgendwas, was mit dem Anime zu tun hat. Aber warum denn 1855? Gibt es Nintendo schon seit 1855? Wirklich schon so lang? Ich dachte, die wären Anfang 1900. Aber weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ja, die finde ich auf jeden Fall am coolsten, diese Cappy. So, dann haben wir hier nochmal alle aufgelistet. Einmal das männliche Pikachu ohne irgendwas. Ein weibliches Pikachu ohne irgendwas. Dann haben wir das Original-Kappen-Pikachu. Dann das Partner-Kappen-Pikachu. Das Hörn-Pikachu. Das Sinnoh-Kappen-Pikachu. Das Einei-Pikachu. Das Kalos-Pikachu. Das Alola-Pikachu. Und das Weltreisekappen-Pikachu. Und den finde ich immer noch am besten. Können wir ja sagen, welchen ihr am besten findet. Aber den hier mag ich wirklich am liebsten. Ich weiß auch nicht. Eigentlich ist das nur so eine komische Karte obendrauf, aber ich mag es richtig gern. Und vielleicht noch eine witzige Sache. Wenn man sich die mal anguckt, dann sieht man nämlich, bei Originaltrainer ist es tatsächlich Ash. Und das ist bei jedem einzelnen dieser Pikachus so. Also von allen ist Ash der Originaltrainer. Ist schon ganz schön cool, dass man das Original-Pikachu aus der Serie quasi hat. Mega süß. Lacht Pikachu auch ohne Cappy? Das ist so süß, ja, okay. Ist schon mega knuffig. Ja, aber das wär's dann schon. Das war nur ein kleines Infovideo, falls ihr die noch nicht hattet oder nicht wusstet, dass es überhaupt diese Aktion gerade gibt. Dann könnt ihr die gerne einlösen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, auch ein Abo. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.